Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Der nächste Schwung an Icon SBCs ist da und heute wollen wir uns Rui Costa in seiner Moments-Version reinziehen. Eine richtig spannende Karte, würde ich erstmal sagen. Ja, also ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber als ich mir die gerade zum ersten Mal die wirklich ein bisschen genauer angeguckt habe, hey, der bringt kaum ein Defizit mit, also richtig interessant. Mittel-Mittel-Arbeitsraten, okay, da ist vielleicht eine kleine Schwäche, ne? Hochmittel wäre natürlich schöner, aber vier Sterne ist ein absolutes Muss auf der Position, bringt er natürlich auch mit. Zum Preis vielleicht vorweg nochmal, die SBC kostet circa 600.000 auf beiden Konsolen. Man kann mit der SBC circa 100.000 auch sparen. Klingt erstmal nach einem fairen Deal. Denn bei den Attributen finde ich das Tempo mit einer 88 für Rui Costa wirklich in Ordnung. Die Schusswerte haben noch einen super Push mitgebracht. Ne? Jetzt diese Moments-Variante im Speziellen. Also wirklich interessant. Wir gehen hier mit dem Hunter, um diese beiden Werte auch noch weiter zu pushen. Also ich glaube, der wird ein richtig geiler Offensivspieler. Denn die Passwerte, die sind schon super. Ne? Das habe ich auch erwartet bei ihm, muss ich ehrlich sagen. Aber bringt er natürlich auch mit 89 Übersicht, 92 kurzer Pass, 88 langer Pass. Absolut solide. Dasselbe gilt auch für die Dribbling-Werte. Alle so im 90er Bereich Beweglichkeit, 88, 90 Balance, 90 Ruhe vor der Bude natürlich auch. Absolut super. Physiswerte, die will ich nochmal hervorheben. Eine Stärke von 88 und eine Ausdauer von 89. Absolut super. Und bei den Spezialeigenschaften bringt er ja auch noch ein bisschen was mit. Flair, Außenrissschuss, der Rest ist CPU. Also, 600.000 ist die Ansage. Ob er sich lohnt, ob die SBC sich lohnt, prüfen wir. Passen kann er eigentlich... Oh ja, Mann, und wie noch, Alter. Geile Vorlage und eine brutale Bude von Messi. Alter, Rui, das sieht aber auch genauso aus, wie ich das vermutet habe. Das ist ein perfekter, schneller, beweglicher Spieler mit diesem Hunter. Ja, Mann. Also fühlt sich in den ersten Momenten wirklich stark an. Alter. Alter, Junge, ey, das Tempo von ihm gefällt mir richtig gut. Diesen Schritt, den er gerade gemacht hat, also nicht schlecht. Der Gegner bleibt leider nicht drin, deswegen würde ich sagen, ab ins nächste Spiel. Alter, ich muss sagen, der ist jetzt gerade richtig schön... Ja, schade, also Flanken kommen wirklich gut. Aber gerade auch super gelaufen, ne? Nicht einfach nur in die Mitte oder so gezogen, sondern schön nach außen konnte man schön rüberpassen. Alter, was ein Pass. Schade, Alter. Messi, schade. Ah, der macht gerade richtig Spaß, Mann. Jetzt aber, ja, Lupfer kann er doch schon wieder. Also, nächste Bude, Mann. Super, ey. Geiler Lauf von ihm bisher. Oh, kämpft sich durch. Sauber. Bleibt dann. Alter, schön gemacht, schön gelaufen. Insgesamt komplett irre gewesen, Alter. Aber bei ihm klebt der Ball auch am Fuß. Ja, das ist die Stärke, die er mit. Ey, und dann gerade wieder dieser Lauf, ne, nach vorne, dann anstatt einfach Mittel, ich warte mal ab, mal gucken, wer da für mich läuft, ne, er macht den Lauf, also dieses Mittel nach vorne, kommt gar nicht schlecht rüber. Auf jeden Fall nicht. Den Elber zieht er auch noch. Mal gucken, wie der aussieht. Mieser Elfer, Mann. Der Wert ist auch richtig krass, Mann. Ganz an den Pfosten geklemmt. Alter, insgesamt eine richtige Überraschung, dieser Spieler. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Und was hier, wenn dieser SBC nicht gekommen, ich hätte den Spieler auch nicht irgendwie angeguckt weiter. Ja, genau. Richtig happy, dass wir den jetzt mal ausprobieren können. Mann des Tages, Rui Costa. 4 Buden, 8 Versuche, eine geile Quote. Lass uns mal ins Fazit gehen und gucken, lohnt sich dieser SBC? Costa hat uns beide extremst überrascht, aber irgendwo hatten wir das schon so im Busch vermutet. Ne? Die sehen richtig gut aus, die Werte. Mit diesem Hunter ist das eine extrem geile Karte. Genau, Tempo kommt gut rüber, vielleicht auch sehr gut, aber ein kleines Stückchen fehlt einfach, ist auch eine 88er Wertung nur. Aber die Schusswerte, die waren krass. Ich muss auch einfach sagen, die Passwerte natürlich auch, aber was mir besonders gut gefallen hat, war sein Stellungsspiel, seine Laufwege. Ja. Bein und Mittel nach vorne ist einfach super geil rübergekommen. Also eine absolute Überraschung für uns persönlich. Die Karte hat mir gar nicht auf dem Schirm. Deswegen muss ich auch einfach sagen, diese 600.000, die kostet, ist die zu 100% wert. Bin ich komplett bei dir. Vom Preis her eine 100. Die 90, ein bisschen wie gesagt wegen dem Tempo, ne, ist nicht ganz da gewesen. Ansonsten fand ich noch diese Stärke überragend. Ja, genau, stimmt. Der hat sich so gut durchgesetzt dort im Strafraum. Ja, also man hat den nicht vermisst bei ihm. Wir haben ihn als Stürmer und als ZOM gespielt, hat beides wirklich super funktioniert. Deswegen bleibt uns dann nichts übrig, außer zu sagen Daumen hoch für den Spieler. Und ja, Leute, falls euch das Video gefallen hat und vielleicht auch geholfen hat bei der Entscheidung, die SBC zu machen oder nicht, gerne auch einen Daumen hoch für das Video da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.